Hi, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. So, wir machen uns nochmal ein bisschen Brot. Das ist das letzte Essen, was es am meisten gibt. Dann haben wir eigentlich genug Essen und können, wie angekündigt, nochmals minen gehen. Aber mit einer Diamantenspitzhacke. Genau, das wollte ich nochmal. Na? Wir brauchen noch einen Diamanten, weil zwei für den Zaubertisch noch. Okay. Und mit dem Eisen könnten wir Eisenfurnace machen. Auch schon Eisen. Eisentruhe. Na? Es ist doch ein Furnace, aber Eisentruhe geht einfach so, okay. Ist das gar nicht drin? Also das ist ein extra Mod, nicht Industrial Craft. Okay. Da müssen wir schon was Ofen. Ah, eiserner Ofen. Aber wie craftet man denn? Ich will nicht Nutzerprofil, ich möchte wissen, wie man es craftet. Okay, Eisenplatten. Und Eisenplatten macht man... Ah, komm schon. Was ist denn so schwer? Das kann ich gleich mal probieren. So... So, rostige Leiter. Na toll. Man weiß es nicht. Eise. Wo sind die Platten? Ich sehe sie nicht. Da. Einen Schmiedehammer. Und einen Schmiedenhammer? Oh Gott. Ich mag manche Mods nicht, so weil sie so kompliziert sind. Eisen. Eiser. Hallo? Schmiedehammer. Okay. So, Delle. So. Wie viel brauchten wir? Ich mach mal 5. Und dann nochmals. Genau, 5 sind's. Juhu! Wie war's? Hallo? Manchmal geht's, manchmal nicht. Ah, unten, deshalb bin ich da ein bisschen. Wenigstens allen. So, dann können wir die Kohle wieder reintun. Und ja, dann müssen wir den wieder hinstellen. Also jetzt können wir runtergehen. Den machen wir hier rein. So, und jetzt kommen wir runter. Also, wir müssen Obsidian abbauen. Das können wir easy machen. Kurz, nur 4, oder? Ja, wir machen das später dann. Plattform, dass wir nicht weggetrieben werden. So. Weil den Nether müssen wir jetzt noch nicht.
Milch auch noch nicht. Weil es dort neue Monster gibt und alles mögliche. Und dann auch eher mit der Portal Gun dann. Weil immer wieder zurücklaufen im Netz ist so extrem mühsam. Außer man hat ja die ganzen Schächte und so, aber die ganze Zeit Schächte zu machen geht extrem ist extrem langweilig sozusagen. So. 4, ja. Wir haben die 4. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Da hat es eine Schlucht, sehe ich. Okay. Wir machen die Eisenspitzhacken noch fertig. Brauchen sie auf. Und verzaubern dann gleich die Diaspitzhacke. Da müssen wir gar nicht mal hoch haben. Weil wir machen einfach halt Paket 1 drauf und wenn es noch reicht, effizient, also, das ist es, Eifer, dass wir schnell abbauen können. So, direkt mal ins Wasser. Ah, das ist gar nicht die Höhle, hä? Gott. Heftig. Wie das hier rüberfließt. Ja, das ist jetzt die Schlucht. Gut. Haben wir das mal. Oh, Blei. Schön, schön. Ah, noch mehr. Das ist jetzt 10, aber... Na gut. Nehmen wir das 10 auch mit. Eisen. Okay, jetzt hier. Da haben wir Gold. Nehmen wir mit. Auch irgendwie so ein bisschen bräunlich aussieht, nicht so richtig. Aber scheinbar hat der Motor das gar nicht kopiert, sondern einfach wieder neu gemacht. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Oh, das ist eine optische Täuschung. Das kann es natürlich auch sein. Viel Kohle. Ich glaube irgendwie das Dense Ore, das wird gar nicht generiert, weil es jetzt neue sind. Aber auch egal. Vielleicht dann in einer Mistcraft-Welt, wenn es normales Gestein wieder gibt. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, also es ist eher so ein bisschen Glücksspiel, sozusagen. Alles irgendwie nützlich. Wie alle gleich sagen, cheatig. Ich finde, wenn man schwere Mods hat, also die Mods, die schwer machen das Spiel, darf man auch ein bisschen cheatige Mods haben. Ich finde das überhaupt nicht gecheatet. Ich finde es einfach praktisch und ausgleichend sozusagen. Ja. Nun könnte ich gleich noch Morph reintun und solche Sachen. Wenn ich cheaten möchte. Kann man die ganze Zeit herumfliegen und eventuell mehr Herzen haben durch eine Ding. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe es noch nie ausprobiert, aber weniger Herzen bekommt man, wenn man Tiere, also Tiere verwandelt, die wenig Herzen haben, wie Fledermäuse. Aber sonst nicht. Sonst weiß ich es nicht, ob das geht mit mehr Herzen. So, da haben wir neues Erz, das ist das Lapis Lazuli einfach. Den Block zusammen neu. Blauschiefer.
Ja, extrem viele Erze. Ich möchte so viele Diamanten. Diamanten. Ja, genau. Also, kein Bock mehr hier, die Lava zu buddeln. Ja, ja. Das ist auch heller. Aber das wurde wahrscheinlich auch zum Ausgleich, was ja helles Gestein ist, gemacht. Sieht auch schön aus. So, was sieht. Die Höhle sieht hier sehr exotisch aus. Hier ist irgendwo noch ein Skelett, aber ja, von mir aus. Hey, schnell gehst du da drüber. Hey! Wieso habe ich die Kuh wieder... Ich habe mich gedrückt. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, machen wir das mit Erde zu. Und hier die Strömung weg. Ich muss das wieder umstellen, weil die Kuh ist die blödste zum Wegwerfen. Blödste Taste. Na, ist ja nur ein Eimer mit Wasser. Sammeln wir gleich wieder. Also noch kurz schnell in die Steuerung. Also mit der Steuerung hat Minecraft mega. Also die Standardsteuerung ist mega schlecht. Ja, nicht eine Taste in der Nähe. Ich brauche sie aber so wenig. Ja, kann man gar nicht wegwerfen, wenn sie rot ist. Wegwerfen tue ich sowieso immer aus dem Inventar raus. Das ist viel praktischer. So Faulheitstasten brauche ich nicht. So, hier oben kommen leider keine Diamanten mehr. Aber ich schaue trotzdem mal noch kurz, ob hier nicht irgendwas ist. Könnte ja ein Spawner hier sein oder so. Ja, toll. Was ist das? Kreide. Kreide, Eisen, Erz. Andesit. Das kennen wir. Naja, hier ist nichts mehr. Müssen wir leider wieder zurück, aber erkunden ist erkunden. Ich tue immer gerne erkunden. Das ist doch toll. Entdecken. Die Entdecker mussten auch alles erkunden. So. Als Kolumbus Amerika entdeckte, wusste auch niemand, dass dort Ding ist, weil sie dachten, ja, das Meer sei endlos und die Welt sei dann fertig. Da kam nichts mehr. Und dann plötzlich waren sie in einem anderen Biom sozusagen. Dachten, es wäre Indien, haben alle Indianer genannt. Und waren dann erstaunt. Und dann hat ja Kolumbus sogar sein Schiff Santa Maria versenkt. Und dann mussten sie mit einem kleinen Schiff wieder zurücksegeln. Das übrigens Ninja hieß. Ninja. Das erinnert mich so an Taxi Taxi 2. Muss nämlich Ninja sagen. Ninja. So, wir haben 16. Machen wir noch ein bisschen. Graben wir uns weiter nach unten. Und überall die Skelette, aber. Das sind ein bisschen viele Skelette. Wo sind sie? Da. Da ist eine Spinne. So. Hier unten ist Lava. Ah ja, wir haben den Eimer nicht mehr. Voll der Noob Fehler gemacht. Direkt in die Lava, wenn man es braucht, wenn man hastig ist. Direkt in die Lava. Aha. Du explodierst einfach. Okay, danke fürs Skelett töten. Nun gut. Hier ist überall, aber das ist nicht so gut. 14, 13, 12, 11. Gut, dann weiter. Haben wir schon Zeit? Na, bald.
So. Strip Mining, Strip Mining. Ja, toll. Wir sind hier. Das ist nicht so praktisch, ne? Es ist auch nicht so praktisch, aber ja, lassen wir es. Ich möchte noch die Diamanten finden. Sonst machen wir einen längeren Part. Tja, mit dem Hochladen geht's eigentlich. Es ist schon nervig, wenn man einfach mal so schnell hochladet, dass man keine Internetleistung mehr hat für andere Dinge. Beziehungsweise die anderen Dinge auch mehr Internetleistung brauchen und ja. Also wenn man nebenbei irgendwas gamet wie Diablo 3, was über Internet ist, dann hat man ein paar Dinge da. Connection-Probleme und so. Und einfach zu hoher Ping, dass alles falsch vom Spiel wahrgenommen wird und das Spiel dann euch vorgaukelt, dass man irgendwo ist. Dabei ist man gar nicht dort oder man greift nicht an oder die Monster greifen nicht an. Ja, ja. Aber ich habe ja noch viele andere Games, die offline sind, kann ich währenddessen. Oder ich kann auch mal ein bisschen raus, ein bisschen in die frische Luft. Ist cool. Aber ich als Dauerzocker bin nicht so der Fan von Internetproblem ist niemand, aber man merkt, wie schlimm es ist. Man ist so abhängig vom Internet, weil man Videos hochlädt und auch Videos schaut oder Livestreams schaut und dann hat man so Probleme mit dem Internet. Na, also auf der Map sieht man, kommt nichts mehr. Wir müssen also immer weiter graben. Bald müssen wir wahrscheinlich auch die Diamantspitzhacke benutzen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, da haben wir zum Beispiel die Kohle. Wenn es einem Level gibt, das ist cool. So. Ja, so viel Lava, da will ich gar nicht nach oben. Wir sind trotzdem hier. Ah, was ist jetzt los? Gott, oh Gott. Na gut. Wir gehen hier nach links. So. Na, dann mache ich doch jetzt Schluss mit diesem Part. Nächsten Part finden wir dann Diamant. Haben wir genügend Zeit. Ja, mit der Dia-Spitzhacke. Cool. Also bis dann. Tschüss, danke schön fürs Schauen.